Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich, Depp, habe meine Kamera falsch eingestellt, beziehungsweise das Mikrofon falsch eingestellt. Deswegen wird das etwas nachvertont. Ein kurzes Video, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, weil dieser Auflauf ist lecker und mal was anderes. Lasst euch überraschen, was da alles reinkommt. Und ich sage vorweg, ich esse meine Schnitzel, meine panierten Schnitzel auch mit Soße. Also die Panade von den Fischstäbchen, die da mit dabei sind, die ist weich und etwas matschig. Aber der Auflauf ist am Ende richtig, richtig lecker. Viel Spaß mit dem Video. Circa 1 Kilo Kartoffeln mit Salz würzen, etwas Butter dazu kochen. Eine Zwiebel fein würfeln. Zwei Knoblauchzehen fein hacken. Und die beiden zusammen mit etwas Butter in einem Topf leicht anschwitzen. Anschließend den Blattspinat dazu, TK-Blattspinat. Und zusammen ca. 5 Minuten köcheln lassen, aufwärmen, mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen und so auf der ausgeschalteten Platte stehen lassen. Für die Soße 200 ml Sahne, 2 Eigelb, auch hier etwas Muskatnuss, Salz und Pfeffer ran und alles kräftig verquirlen. Kartoffeln abgießen, etwas auskühlen lassen und pellen. Die Ofenhexe etwas ausbuttern. Die so 5-6 Kartoffeln für den Boden oder auf den Boden schneiden in Scheiben von unserer Sahne dazu, so dass alle Kartoffeln etwas benetzt sind. Und darauf die erste Hälfte von unserem Spinat. Auf den Spinat gibt es eine Packung Fischstäbchen, 15 Stück mit etwas Abstand und darauf unsere zweite Hälfte vom Spinat. Feta würfeln und auf dem Spinat verteilen. Das ist einer mit Kräutern und hier auch etwas von unserer Sahne drüber träufeln. Die restlichen Kartoffeln auf den Käse, auf den Feta-Käse und wieder von unserer Sahne. Hier darf es etwas mehr sein, sodass alle Kartoffeln benetzt sind. 250 Gramm Mozzarella zerbröckelt obendrauf und als Sahnetüpfelchen mit Salz gewürzte Tomaten fürs Auge. Bei 220 Grad Ober-Unterhitze 30 Minuten backen und anschließend nochmal 5 Minuten mit Umluft. Und so sieht jetzt unser Auflauf aus. Kartoffel, Spinat, Fischstäbchen-Auflauf. Schmeckt richtig lecker und ist mal was anderes. Freunde, das war das Filmchen, das verkorkste Filmchen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das bringt euch eine Idee. Macht es das mal nach, probiert es das mal. Es sieht komisch aus, es liest sich komisch, wenn man die Zutatenliste sieht. Aber es ist am Ende ein richtig leckerer Auflauf. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Macht es gut. Ciao.